Hallo zusammen. Ladebooster geht nicht. Frau ist schuld. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht über diesen Ladebooster, der die Leistung nicht bringt. Wir haben den verbaut bei uns hier, aber nicht nur den Ladebooster, sondern in der Sitzbank drin eine Batterie, eine zusätzliche, ein Ladebooster, eine Rätsvoranschaltung und ein Wechselrichter. Wir haben das mit dem Kunden so besprochen, dass all das in die Sitzbank reinkommt, aber er hat das natürlich mit seiner Frau nicht besprochen. Und früher waren da die Bettdecken drin. Das wussten wir nicht. Wir haben eingebaut, er kam nach Hause, Frau hat die Bettdecken eingepackt und zwar da, wo wir jetzt den Wechselrichter und den Ladebooster eingebaut haben. Ihr seht das im Video, das verlinke ich euch in der Endcard. Ja, wenn man nicht miteinander spricht, dann ist die Frau schuld. Nein, ist sie nicht. Ich habe sie kennengelernt. Tolle Frau. Aber der Mann hat der Frau nicht gesagt, dass es da jetzt ein bisschen Luft braucht und sonst der Ladebooster bzw. der Wechselrichter geht dann auch nicht mehr. Also bedenkt, wenn ihr so Leistungsgeräte wie Wechselrichter und Ladebooster verbaut, die brauchen Kühlung, die brauchen Luft. Diese Wärme muss irgendwo abgegeben werden können. Wir haben die Ladebooster von WCS. Hier, ich habe hier noch ein paar, nicht mehr viel, aber es kommt gut. Wir haben auch Netzvorrangschaltung hier. Bringe ich euch ein Video hier oben für die Vorrangschaltung vom Wechselrichter. Wenn wir solche Geräte einbauen, da können wir noch dicke Kabel verwenden. Wenn ich einen Ladebooster einbaue, der muss in der Nähe von der Batterie sein. Den kann ich nicht irgendwo vorne montieren und dann eine lange Leitung bis zur Batterie. Ideal, ich sage immer, klebt den Ladebooster auf die Batterie, auch das Ladegerät direkt auf die Batterie oder wenigstens daneben, also in die Nähe. Weil der Ladebooster oder das Ladegerät, die messen ja die Spannung der Batterie. Das heißt, dass die vernünftig arbeiten können, brauche ich die Batteriespannung, dicke, kurze Kabel. Ja, das soll es gewesen sein von diesem sehr guten Ladebooster. Ich bringe euch das Video, was ein bisschen ums Eck ging, dass der nicht kühlt. Und hier bringe ich euch ein Video von der Netzvorrangschaltung, wie man die einbaut, was man darauf beachten muss. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.